Guten Abend, willkommen. Willkommen zu unserem Abend mit Michael Haneke. Mein Name ist Ellen Harrington, ich bin die Direktorin des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir in weniger als einem Jahr zweimal im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum waren. Und wir hoffen, dass er es sich zur Gewohnheit macht, unser Haus regelmäßig zu besuchen. Heute Abend feiern wir die Veröffentlichung des ersten vollständigen Buches von Hanekes Drehbüchern, das jetzt in einem großen Volumen von 1400 Seiten erhältlich ist. Und heute Abend ist die erste von nur zwei besonderen Veranstaltungen in Deutschland, bei denen das Buch vorgestellt wird. Und wir freuen uns, dass er die Publikation in Frankfurt aufhört, bevor er morgen Abend in Deutsches Theater in Berlin geht. Nach der Vorführung wird Michael Haneke persönlich hier sein, um mit unserem eigenen Urspuri ein 30-minütiges Gespräch auf der Bühne zu führen. Und es wird die Möglichkeit geben, einige Fragen aus dem Publikum zu stellen. Nach der Veranstaltung können Sie dieses große Buch für 50 Euro kaufen und von Michael Haneke im Foyer des Kinos auf dieser Ebene signieren lassen. Wir danken dem Verlag Hoffmann und Campe, der heute Abend Partner ist, und insbesondere Birgit Schmitz, Maria Ebner und Carola Brandt für die Zusammenarbeit. Der Film, den wir gleich zeigen werden, Happy End, wird speziell auf Wunsch von Herrn Haneke gezeigt. Warum? Wir werden die Antwort vom Autor und Regisseur selbst nach der Vorführung erhalten. Vielen Dank. Okay. Ja, meine Damen und Herren, bitte einen großen Applaus für Michael Haneke. Herzlich willkommen zurück in Frankfurt. Schön, dass Sie da sind. Ihr Applaus, während ich das Wasser noch hole. So, und ich mache das Mikro an noch. Es ist noch aus. Nehmen Sie das hier gerade. Wunderbar. Wir lassen gerade noch kurz die Leute rein, die noch nachkommen, worüber wir uns sehr freuen. Und dann legen wir gleich los. Ja, ich kann Sie auch gleich versorgen, brauche aber das Buch. Oh, das ist also ein Wahnsinn, Dankeschön. Vielen Dank. So, wir sind durch mit Happy End. Vielen Dank schon mal, dass wir den hier sehen durften. Nein, das ist ja der Anfang dieses Happy End tatsächlich erst. Wir freuen uns sehr, Sie wieder hier zu haben. Wir haben es schon gehört, im März letzten Jahres waren Sie bereits hier. Und jetzt gibt es diesen wunderbaren Anlass, den kompletten Haneke. 1328 Seiten, die österreichische Presse hat es als die Bibel bezeichnet. Und genauso fühlt es sich auch an. Es ist ein erhebender Moment, das in den Händen zu halten und zu lesen. Was hat Ihnen dieses Projekt bedeutet, 13 Filme, 13 Drehbücher so veröffentlichen zu können bei Hoffmann und Campe? Es war angenehm, es war ein Vorschlag, der gekommen ist vom Verlag. Und also mit der Frau Schmitz, die jetzt hier sitzt und die das ja, mit der ich schon drei Bücher gemacht habe, nämlich Einzelbücher mit Fotos und so weiter, und gesagt, wollen wir nicht noch ein Buch machen? Ich habe gesagt, dann machen wir doch alle drei Bücher zusammen. Und das hat sich dann, so ist es zustande gekommen. Und Sie wollten erst ein Taschenbuch, habe ich gehört, für die Studenten, und dann wurde es doch etwas größer. Es soll billig sein. Jetzt ist es leider nicht so billig, wie ich es mir gewünscht hätte.
Aber werden wir sehen, wie der Preis die Leute abhält. Jeden Cent wert. Also Sie können es nachher gerne dann auch draußen erwerben, dann wird auch Herr Haneke signieren. Aber jetzt die Frage, gab es denn da überhaupt eine Arbeit, wenn die Drehbücher ja bereits vorlagen? Natürlich war da irgendwas von Ihrer Seite. Ja, für den Verlag gab es viel Arbeit. Ja, die wurden ja alle in unterschiedlichen Formaten geschrieben ursprünglich. Die ersten Filme, also vorhin eigentlich nur der erste, Siebte Kontinent, habe ich noch mit der Schreibmaschine geschrieben. Ne? Ach, klasse. Und dann auch nachher gab es natürlich unterschiedliche Computerprogramme, auf denen man schreibt. Und das musste halt alles irgendwie in ein einheitliches Bild gemacht werden. Und das ist sicher eine Menge Arbeit. Und dann waren natürlich da auch Tippfehler drin und so. Also ich möchte nicht der Redakteur gewesen sein, aber ich hab das natürlich schon alles dann noch einmal durchgelesen zum ersten Mal seit vielen Jahren. Das ist ja jetzt sozusagen die Arbeit von 30 Jahren, ziemlich genau 30 Jahren, weil jetzt bin ich 76 und mit 46 habe ich meinen ersten Film gemacht. Also es sind genau 30 Jahre. Und das ist dann ganz lustig, wenn man die Sachen noch einmal liest, auch was man sich da gedacht hat oder nicht gedacht hat. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Wenn die Werke vor 30 Jahren heute dem Perfektionisten Haneke unterkommen, was ist da nochmal korrigiert worden? Gab es da auch nochmal so ein bisschen drüber gehen oder ist das identisch? Naja, also korrigiert ist eigentlich relativ wenig geworden, also außer es waren irgendwelche Fehler drinnen. Es gibt natürlich auch von einzelnen Büchern Varianten, die länger waren. Also es wurde ja gestrichen, also zum Beispiel Wolfzeit war ein Film, der war noch um eine Stunde, der hat eh schon 2,5 Stunden gedauert, hat das Buch noch einmal eine Stunde länger gedauert. Und beim Weißen Band war es ähnlich. Und das ist damals schon vor dem Dreh dem zum Opfer gefallen. Und das wollte ich, weil sonst hätte man 2 Fassungen machen müssen, also die Originalfassung und dann die Drehfassung. Da haben wir uns schon auf die Fassung geeinigt, die sozusagen auch gesehen wurde. Was ich ganz spannend finde, ist, dass selbst wenn man es nicht gewohnt ist, Drehbücher zu lesen, bei Ihren Drehbüchern ist es irgendwie kein Problem. Man hat das Gefühl, das liest sich runter weg, man bekommt seinen Film im Kopf. Das ist auf eine besondere Weise geschrieben, wie ich sie sonst bei Drehbüchern nicht so bekomme, wo ich das Handwerkliche sonst viel zu sehr spüre. War das auch ein Ziel von Ihnen, dass das eben gut lesbar ist, auch für den, in Anführungszeichen, Laien oder Nicht-Filmprofi? Nee, also ich muss auch sagen, ich lese nicht so wahnsinnig viele Drehbücher, dass ich es vergleiche. Also ich lese natürlich, als ich Dramaturg war, habe ich eine Menge Drehbücher gelesen, die meistens furchtbar waren. Aber naja, das ist ja die Aufgabe des Dramaturgen, dass er das lesen muss, damit er es absagen kann. Ne? Es ist ja ganz selten kommt man ja, wenn man so an einem Sender oder in einer Ding sitzt, kommen ja diese sogenannten unverlangt eingesandten Manuskripte, ne? Die aber 99% des Materials ausmachen, das da auf den Tisch kommt. Und es ist natürlich fast immer furchtbar. Aber man muss es lesen, weil man muss ja höflich sein und muss auch eine Begründung haben, warum man das abliefert. Und da ich da damals noch ein wirklich absoluter Anfänger war und mir das aufgetragen wurde, das zu tun, habe ich auch am meisten gelernt. Man lernt ja über schlechte Drehbücher viel mehr über Dramaturgie als über gute. Weil bei guten ist man ein bisschen verblüfft und hingerissen und findet es, da weiß nicht, wie hat er das eigentlich gemacht. Ja? Beim schlechten Buch sieht man sehr schnell, wie der das gemacht hat. Und also ich glaube, alles, was ich an Know-how habe über Drehbuchschreiben, habe ich sicher von der Lektüre, dieses habe ich 3 Jahre gemacht, Lektüre von schlechten Drehbüchern. Ja? Das ist gar nicht arrogant gesagt, sondern es ist einfach, man kann sich nicht vorstellen, was einem da auf den Tisch kommt. Sie haben tatsächlich auch vorher schon Drehbücher veröffentlicht, zum Beispiel zu Happy End, den wir gerade gesehen haben, einzeln. Da ist mir aber aufgefallen, dass es da auch schon noch Auszüge aus dem Originaldrehbuch gab, wo dann noch Zeichnungen dabei waren zum Beispiel, also Storyboard-artig und handschriftliche Notizen. Ja, wenn wir das hier gemacht hätten, da hätten wir dann 3 Bände. Das geht leider nicht. Also das ist für mich aber wichtig, also weil das hier ist wirklich gut lesbar, da ist aber tatsächlich der Text rein, so wie Sie ihn geschrieben haben am Schreibmaschinencomputer. Ja, wir haben uns schon bemüht natürlich, dass das Bild, das Schriftbild ist so ziemlich genau das gleiche wie bei diesen anderen Büchern, weil es leicht lesbar sein sollte. Also man
könnte das Ganze, diese 1300 Seiten natürlich auch komprimieren, aber dann ist es schwer zu lesen, weil es ist ja doch nicht so groß, die Buchstaben, und es soll ja einen gewissen Anreiz bieten, dass man es liest. Und wenn man manchmal, also ich habe mal in New York auf einem Flohmarkt, gab es so einen Stand, da wurden Drehbücher verscherbelt, muss ich sagen, nicht verkauft, sondern die waren so DIN A4 Seiten so zusammengeheftet, aber von interessanten, bekannten Filmen. Und die waren also ganz schleißig, irgendeiner abgetippt und haben das für, weiß nicht, $10 verkauft. Und das war spannend, aber das ist, damit kann man kein Buch machen. Ja. Das ist besonders spannend, dass Sie jetzt die Drehbücher uns präsentieren, weil bei unserem letzten Gespräch im März letzten Jahres haben Sie noch gesagt, ja, die Perfektion des Drehbuchs, die geht ja danach verloren, sobald man dann anfängt zu drehen, so ein bisschen. So habe ich es nicht gesagt. Ich sage, als Autor erreicht man nie das, was man sich vorgestellt hat. Genauso wie man als Regisseur nicht erreicht, was man sich vorgestellt hat. Es ist ja, Sie werden keinen Autor und auch keinen Regisseur finden, wenn man ihn ernst nehmen kann, der alles, was er gemacht hat, gut findet. Ja. Man weiß ja, ich sehe ja, wenn ich einen Film von mir sehe, sehe ich ja nur die Fehler. Weil die regen mich auf, das andere weiß ich eh. Ja. Und wenn man selber was liest, stößt einem ja nur das auf, was einem sozusagen nicht auf dem Level ist, das man sich erträumt hat. Ich habe es mir nochmal angehört, da haben Sie sogar gesagt, wer heute Drehbuch schreibt, der muss masochistisch veranlagt sein. Das ist wahr. Ich bin ja kein normaler Drehbuchautor, kein normaler Regisseur, sondern eben, wie es in Frankreich gibt, dieses schöne Wort Auteur, ne? Bei uns heißt es Filmemacher, ne? Der halt immer für sich selber schreibt. Ne? Das ist ja was anderes, wenn Sie für sich selber schreiben, als wenn Sie für einen Dritten schreiben. Und ich sage eben unseren Studenten, also den Drehbuchstudenten, sage ich mal, im allerersten Kennenlernen, sage ich, wenn Sie keine masochistische Ader haben, sollten Sie den Beruf nicht ergreifen. Weil Sie werden den Film nie sehen, den Sie geschrieben haben. Und Sie sehen ihn auch selber, wenn Sie es selber geschrieben haben, also auch Autoren, Regisseur sind, sehen sie ihn natürlich auch nicht so, wie sie ihn geschrieben haben. Weil sie haben sich irgendwas vorgestellt und dann ist schon das Ambiente ein anderes. Also es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Abweichung. Also zum Beispiel bei Amour war es so, da habe ich wirklich gesehen, was ich geschrieben habe, weil ich kannte, also diese Wohnung, in der der Film spielt, war die Wohnung meiner Eltern, also die habe ich noch konstruieren lassen und da kannte ich alles und es war alles sozusagen in meiner Macht, es auch zu realisieren, soweit man. Würden Sie sagen, das ist auch der Film, der am nächsten am Drehbuch ist? Wahrscheinlich, ja. Darüber habe ich mir nicht den Kopf zerbrochen. Aber wahrscheinlich aus dem Grund, ja. Weil es ist halt, normalerweise ist man halt, sobald man in die, man kann ja auch schreiben für ein bestimmtes Motiv, ne? Also wenn ich so wie ich für bestimmte Schauspieler schreibe, dann weiß ich auch was, da kann ich mir ungefähr vorstellen, wie der diesen Text sagen wird oder diese Szene spielen wird. Das ist ja auch das Schöne dabei. Man kriegt gute Resultate natürlich dort, wo man die richtigen Leute hat. Das heißt nicht immer nur die Superstars, sondern die für diese Rolle richtigen Leute. Ne? Und wenn man das Privileg hat, für solche Leute schreiben zu dürfen, dann ist das natürlich wunderbar. Aber es ist, wenn Sie jetzt einen Film haben, wo 200 Leute vorkommen, also mit kleinen Rollen und so, kriegen Sie natürlich nicht für jede Rolle Ihre Traumbesetzung. Und es müssen es auch schlucken. Ja? Es geht nicht anders. Wir sind alle abhängig von so viel Imponderabilien in dem Metier, ja, dass man damit einfach, das muss man akzeptiert haben, sonst geht man daran zugrunde. Ja. Aber das, was ich vorher meinte, ist, was ich den Studenten sage, normaler Drehbuchautor ist ein Drehbuchautor und kein Filmemacher. Und der wird leiden sein Leben lang, weil er wird nie das sehen, was er sich vorgestellt hat. Weil es meistens ja so ist, ich weiß ja selber, ich habe ja 20 Jahre lang Theater gemacht. Ich meine, man ist irgendeinem Text gegenüber und wird dem nicht gerecht, ja? Weil der einfach viel besser ist, als man selber ist. Und dann
sucht man sich da irgendeine Lösung heraus, mit der man dann vor das Publikum treten kann. Das ist aber immer auf Kosten des Autors, weil der einfach immer viel besser ist. Ja? Und das gehört dazu. Ja? Also auch Theaterautor zu sein, ist ein gehöriges Maß an Masochismus notwendig. Das Ganze ist natürlich auch ein Handwerk. Das Drehbuchschreiben, denke ich mal, da würden Sie dem zustimmen. Und dem würde ich mich jetzt gerne mal annähern, wie das Handwerk denn von Ihnen umgesetzt wird. Vielleicht auch mal ein bisschen im Detail, dass Sie vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, wie Sie das denn konkret machen. Vielleicht mal zunächst angefangen mit der Idee. Gibt es den Moment, wo Sie sagen, jetzt bin ich mir im Klaren, jetzt schreibe ich etwas, weil ich denke mal, vorher haben Sie viele Beobachtungen gemacht, gesammelt. Gibt es diesen einen Moment, wo Sie sagen, ja klar, jetzt kann ich anfangen? So eindeutig ist überhaupt nichts im Leben, dass man so in den Gut. Der Anfang der Frage war ja anders. Bevor Sie ins Detail gegangen sind, haben Sie gesagt, ja, Handwerk. Also jeder künstlerische Beruf braucht ein Handwerk. Wenn er das nicht hat, ist er halt ein Dilettant und kein Profi. Ja? Also es gibt natürlich auch ein Handwerk des Drehbuchschreibens. Und das, was das sogenannte Handwerk anlangt, das heißt, wie strukturiere ich eine Geschichte, wo man eher seit Aristoteles die Regeln kennt, wie man eine Geschichte strukturiert, das kann man natürlich lernen. Es gibt ja unzählige Drehbuchkurse, in Amerika viel mehr als bei uns, aber es sind auch viele Amerikaner, die hier so Unterrichte machen. Und das kann man alles lernen, das heißt aber noch lange nicht, dass man dann ein gescheites Drehbuch schreibt. Ne? Aber ich denke schon, dass das ein gewisses Know-how, Sie kennen auch keine Musik, Sie können natürlich ohne Noten zu lesen, das ist immer das schöne Gegenbeispiel, weil man sagt, ja, also es gibt ja viele tolle Musiker, die können keine Noten lesen und spielen trotzdem schön, das ist schon richtig. Aber wenn Sie etwas schreiben, was ja auch funktionieren muss im Kontext mit sehr vielen, also Sie können keine Symphonie, können Sie schwer schreiben, ohne Noten zu lesen. Nicht? Also das ist halt was, es hängt von der Sache ab, die man macht. Man kann irgendwas improvisieren, aber Dinge, die komplexer sind, glaube ich, gehört ein Handwerk dazu. Und ohne das ist es, sieht man es ja dann auch, ist es dilettantisch. Nicht? Aber jetzt auf das Nähkästchen zurückkommend, man kann es nicht generalisieren, weil es ist bei jedem Film anders. Ich sage immer, mir fällt grundsätzlich mal nichts ein. Ja? Mir muss immer was auffallen, dass mir dann was dazu einfällt. Also ich lese irgendwas oder ich sehe was und das regt mich auf und ärgert mich oder meistens ärgert es mich. Und dann will ich mich damit befassen und dann fange ich halt dran nachzudenken oder aufzupassen, was dazu einfällt. Ich sage immer, es gibt diese schöne Szene in A Woman Under the Influence von Cassavetes, wo der Peter Falk sagt, du gehst auf der Straße, nichts fällt da auf, du hast eine Frau, die ist schwanger, plötzlich siehst du nur noch Schwangere. Ja? Also du gehst, und das ist so. Also man ist auf irgendein Thema fixiert. Also man ist jetzt ein Fan von Rothaarigen. Man schaut nur, wo ist ein Rothaariger. Ja? Man kann gar nicht anders. Und beim Thema ist es genauso. Nicht? Also man liest dann was und dann fällt einem das, was ja immer da ist, aber plötzlich viel mehr auf und es fällt einem dann auch zu damit. Ja? Und dadurch reichen, also das ist zuerst so eine Initialzündung. Dann sucht man so halb bewusst weiter und manchmal sagt man dann nach einer gewissen Zeit, das war ein Blödsinn, also lass es lieber. Ja? Oder sonst sucht man dann weiter und dann kriegt man natürlich schon langsam ein Gefühl, da hat man ein Bedürfnis aus so winzigen Episoden oder Kleinigkeiten, das schreibe ich mir alles auf und dann halt zu sagen, na, das könnte zum Beispiel der Anfang der Geschichte sein, das könnte das Ende der Geschichte sein. Es gibt ein paar Punkte, die muss man sich, sollte man wissen. Ja? Und dann mache ich, also ich mache es ganz klassisch, ich schreibe das immer alles zuerst hintereinander und dann irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, das könnte jetzt eigentlich genug an Einfällen und Dingen sein, die ich gesammelt habe, dann schreibe ich das alles auf so kleine Zetteln und habe eine große Pinnwand
und dann stecke ich die Hauptpunkte und dann versuche ich, dieses Material unterzubringen. Und da fallen dann ungefähr 2/3 von dem, was ich gesammelt habe, wieder weg. Aber das ist die eigentliche schwierige Arbeit. Das ist nämlich die Struktur und die entscheidet darüber, ob der Film beim Publikum eine Spannung hält oder nicht. Ja? Und das ist durchkonstruiert komplett und dann setze ich mich hin und fange an zum Schreiben. Das ist dann die Belohnung. Das Schreiben ist die Belohnung für mich, weil das ist angenehm. Weil wenn man Dialog kann man sowieso, das kann man nicht lernen. Dialog ist, das ist so wie jemand ist musikalisch oder ist unmusikalisch. Der Unmusikalische hört nicht, wenn der falsch singt. Ja? Und im Theater ist es auch so, wenn ein Schauspieler einfach forciert und falsch spielt, gibt es viele Leute, die das gar nicht merken. Und die sind halt falsch in dem Beruf. Ja? Und da ist es genau, also Dialog schreiben, glaube ich, kann man üben, aber nicht lernen. Also schreiben kann man überhaupt üben. Ne? Wenn man nie schreibt, ist es, ich merke es ja an mir selber, wenn ich lange nichts geschrieben habe, fällt mir das natürlich viel schwerer. Weil wenn man schon drin ist, dann ist es irgendwie lustiger. Jetzt habe ich 5 Folgefragen. Ich fange mal an mit der Musik, weil das jetzt gerade das Thema war. Sie haben am letzten Mal auch gesagt, Sie sind ein Ohrenmensch. Das Buch klingt nicht. Naja, also Sie sind CD dabei. Ohrenmensch und Musikliebhaber. Und ich habe gedacht, ich habe das richtig hören können, als ich es gelesen habe, gerade die Dialoge. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Weil das ist sonst in der Tat genau die Schwäche, auch gerade bei deutschsprachigen Drehbüchern oft. Und mir fiel auf, dass da so ein Rhythmus entsteht, wie sie schreiben. Und ich habe mich dann eben versucht zu fragen, warum. Gerade wenn man die 13 mal so hintereinander wegliest. Und das haben Sie masochistisch oder lügen Sie jetzt? Ein paar habe ich gelesen, aber ich habe es versucht. Und was ich interessant finde, ist, dass in dem Dialog, da sind zum Beispiel verschiedene Arten von Pausen, die sie angeben. Da ist die normale Pause, die kurze Pause, die längere Pause und die lange Pause. Das ist die, ja schon. Und die Stille und das Schweigen. Genau. Und all das gehört aber dazu, dass da irgendwie schon ein Gefühl. Das ist ja wie Noten quasi. Da sind ja auch die Pausen dazu. Ja, aber so ist ja, so findet ja ein Dialog statt. Ne? Also das Timing ist ja bei jedem Dialog. Also ich sage jetzt eine Beleidigung zu irgendjemand. Und der hat einen Satz geschrieben, einen Satz. Wie lang braucht der, wie lang muss die Pause sein, dass es glaubwürdig ist, dass der diese Antwort dann gibt oder nicht? Das ist einfach, wenn man das nicht spürt, das ist auch für einen Schauspieler das Wichtigste. Wenn er das nicht spürt, dieses innere Timing, was es da gibt, dann ist ihm nicht zu helfen. Ja? Und beim Schreiben versuche ich das natürlich für den, der ja nicht weiß, was ich vorhabe, so genau zu notieren, wie es irgendwie geht, damit sich der das liest, schon eine Vorstellung machen kann davon. Ne? Gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass es mit der Zeit immer minimalistischer geworden ist, immer reduzierter. Während Sie noch am Anfang Ihrer Bücher so ein bisschen versuchen, vieles auch zu beschreiben, wird das am Ende, werden die Sätze kürzer, wenn es ums Beschreiben geht? Man hat so das Gefühl, das ist eine ganz andere Drastik jetzt gegen Ende. Ja, das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich habe ja früher dann zum Beispiel die Klavierspielerin, das ist ja das einzige Buch da drinnen, das also nach dem Roman von der Jelinek geschrieben wurde. Und das habe ich nicht für mich geschrieben ursprünglich, sondern für einen Kollegen, der mich darum gebeten hat, der die Rechte von der Jelinek gekauft hat und mich gebeten hat, es für ihn zu schreiben, weil er selber nicht schreiben kann. Und das war für mich das entspannteste Schreiben überhaupt, weil da musste ich nicht auf meine ganzen Regieintentionen Rücksicht nehmen und habe das einfach runtergeschrieben. Es ging unheimlich schnell und war sehr lustig. Ich habe gesagt, dieser sarkastische Stil von der Jelinek macht ja auch Spaß, nicht? Wenn man versucht, das in dieser Bösartigkeit auch zu notieren, war das irgendwie also lustvoll. Ja? Ich hätte, wenn ich es für mich ursprünglich geschrieben hätte, es wahrscheinlich ein bisschen spartanischer geschrieben. Ja? Aber das war eine angenehme Erfahrung. Ja? Gerade im Vergleich zu Ihrer Anfangszeit, wo Sie fürs Fernsehen gearbeitet haben, das waren ja auch oft Literaturverfilmungen. Ja, ich habe also in erster Linie, also ich habe ein paar Filme selber gemacht am Anfang, also eigene Geschichten gemacht, aber überwiegend beim Fernsehen eben so Literatur
Verfilmungen, aber immer von wirklich großer Literatur. Und das ist ja toll, das ist so, wie wenn man im Theater ein Stück von Tschechow macht, da kann man nur was lernen. Ja? Und das war auch für mich der Grund, es zu machen, war, wenn man Literaturverfilmungen gemacht hat, hatte man eine gewisse Chance, anspruchsvoller dort arbeiten zu dürfen, weil da kann einem keiner reinreden. Ja? Wenn Sie irgend so ein normales Fernsehspiel machen, kommen 5 Redakteure und jeder weiß es besser. Bei der Literatur trauen sie sich nicht so. Ja? Und also das war jedenfalls, mir ist das immer, ich durfte eigentlich immer machen, was ich machen wollte. Und außerdem waren das alles Autoren, die ich zutiefst bewundere und toll fand. Aber es ist eben auch ganz was anderes. Also meine Drehbücher, meine Fernsehdrehbücher über die Bachmann, über Kafka, über Josef Roth und so weiter, da war mein oberstes Ziel. Und das ist auch die Aufgabe eines Fernsehspiels, finde ich, angesichts des sogenannten Kulturauftrags, den das Fernsehen hat, dass die Leute, die da drin sitzen, nach dem Film sagen, jetzt kaufe ich mir das Buch. Ja? Das ist... wenn mir das gelingt, ja, dass ich das so im Sinne des Autors oder der Autorin rüberbringe, dann habe ich mein Ziel einigermaßen. Im Film ist ganz was anderes. Im Film ist das Buch im besten Fall der geistige Steinbruch, den ich benutze für meinen Film. Ja, das ist ganz was anderes. Im Film ist immer, deswegen gibt es ja so wenig gute Literaturverfilmungen im Kino. Ganz wenig. Ne? Das ist, entweder ist es ein guter Film, dann ist die Literatur baden gegangen. Oder der hält sich, versucht sich wahnsinnig an das Buch zu halten und es funktioniert nicht im Kino. Weil das sind halt zwar ganz verschiedene Medien. Und also die Literaturverfilmungen, die beide Teile befriedigen, denn die Autorenseite und die Filmseite, die kann man, da brauche ich nicht einmal eine Hand, um die abzuzählen. Und es gibt tolle Filme, ja, nach... Aber zum Beispiel der Prozess von Orson Welles ist ein wunderbarer Film, aber es hat mit Kafka null zu tun. Ja? Oder Tarkowski, Solaris, ja? Ein großer Roman, ein toller Film. Der Stanislaw Lem war stinksauer auf den Tarkowski, zu Recht. Ja? Wenn man das jetzt vergleicht, gerade diese frühen Fernsehfilme, ich habe 2, 3 gesehen, jetzt nicht mehr frisch, aber so in meiner Erinnerung wirken die deutlich konservativer in der Erzählhaltung. Das konservativere Medium. Klar, aber mich würde interessieren, wann fing das denn an mit dieser, ich nenne es jetzt mal Radikalisierung, dass sie anders erzählen wollten, dass sie eben nicht mehr diese klassischen Wege des Fernsehens gehen wollten. Naja, es gab so eine parallele Entwicklung. Wobei, das kann man immer so leicht sagen im Nachhinein, für heute ist man ja so klug über das, was man damals gemacht hat. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das alles so ist, wie ich sage. Ja? Aber nein, weil man versucht, sich das dann so zurechtzuzimmern und klug zu sein und sagen, ja, das war aus dem und dem Grund. Ich bin mir nicht so sicher, wie viel da einfach nur Zufall ist. Aber es war in der Tat so, also ich hatte so und so viele Fernsehfilme gemacht und da kam ein neuer Sender, also eine Sendeanstalt, das war Radio Bremen, und die haben gesagt, wir würden gerne auch einen Film mit Ihnen machen. Sag ich, ja, aber ich habe nur sozusagen als Stoff nur eine Geschichte, das ist eben diese vom 7. Kontinent, also eine Geschichte von einer Familie, die sich kollektiv umbringt. Ne? Was Sie im Stern gelesen hatten? Die hatte ich 10 Jahre vorher im Stern gelesen. Also eine Familie zerstört ihr ganzes Hab und Gut, wirft das Geld, 5.000 D oder 50.000 D-Mark ins Klo und bringt sich dann um. Das war eine wahre Geschichte. Und die fand ich, nicht, dass ich eine Familie umbringt, kann auch spektakulär sein, aber ich meine, das Spektakuläre an der Geschichte war, dass die sozusagen zuerst alles das zerstört haben, was sie scheinbar zerstört hat, und dann sich selber zerstört haben. Das fand ich so eine paradigmatische Geschichte, die schreit danach, dass man damit was macht. Ja? Und bei diesem Artikel war natürlich ganz dumm,
der übliche journalistische Erklärungswut, also das wurde aus so soziopsychologischen Gründen, weil der Mann konnte die Frau nicht befriedigen und Schulden haben sie gehabt und lauter so Mumpels. Und das war die Erklärung. Ich kenne so viele Leute, wo die Männer die Frauen nicht befriedigen können und die Schulden haben, die bringen trotzdem nicht die ganze Familie um. Ja? Das hat einfach einen wesentlich tieferen Hintergrund, diese Geschichte. Und um die ging es mir. Ja? Und diesen Erklärungswut, die der Journalismus ja immer hat, die das Fernsehen ja auch immer hat. Es wird ja jede Frage, bevor sie gestellt ist, ist sie schon dreimal beantwortet. Ja? Dagegen wollte ich halt mit diesem Buch angehen. Und habe ich das denen gesagt, haben gesagt, muss das unbedingt sein? Sag ich, ja, ich habe keine andere Geschichte, es tut mir leid. Und dann haben sie gesagt, na dann schreiben sie es halt. Und dann bin ich auf eine griechische Insel gefahren und habe das dort geschrieben und habe begonnen zu schreiben. Und bin dahinter gekommen, dass diese Geschichte sich eben nicht so einfach erzählen lässt, weil ich auch dauernd in die gleiche Falle getappt bin wie die Journalisten. Ich habe nämlich Rückblenden aus dem früheren Leben gemacht, die Rückblenden sollten aber keine Erklärung sein. Das geht aber nicht. Eine Rückblende ist automatisch eine Erklärung. Da habe ich mich so 3 Wochen da unglaublich gequält und dann bin ich plötzlich draufgekommen, dass die einzige Möglichkeit, und es war für mich auch wirklich für mich eine neue Entdeckung, dass man, indem ich das nur als eine Chronik erzähle, ja, die Fragestellung in der Dringlichkeit, in der sie sich stellt aufgrund der Geschichte, direkt an den Zuschauer weitergegeben wird, weil ich sie eben nicht beantworte. Die nur die Chronik, sozusagen nur das Resultat dieser langen Geschichte schildere und es der Fantasie des Zuschauers und den Überlegungen des Zuschauers überlasse, darüber nachzudenken. Und darüber war ich ganz glücklich, weil ich auf einen neuen Weg gekommen bin. Der Effekt war, dass Radio Bremen gesagt hat, das können wir nicht machen. Ja? Weil es war zu verstörend. Ja? Es gab plötzlich keine beruhigende Erklärung. Und außerdem, also das Argument vom Sender war damals, es hatte sich, also im Jahr vorher war irgendein Tatort gelaufen, in dem sich jemand umgebracht hat und angeblich haben 2 oder 3 Leute sich nach diesem Tatort umgebracht und sie haben gesagt, das können wir nicht machen, weil da bringen sie gleich eine ganze Familie um. Ja, also und so kam es, dass ich, nachdem mich die österreichische Filmförderung schon ein paar Mal gefragt hatte, wollen Sie nicht einmal einen Film machen? Habe ich gesagt, dann ist das mein erster Film. Und so hat sich das ergeben. Gerade fiel auch der Ort, wo Sie den geschrieben haben. Sie sagten gerade auf der griechischen Insel. Das ist aber nicht dabei geblieben. Inzwischen schreiben Sie unter anderem zu Hause, aber unter anderem auch in einem Haus in der Nähe des Waldes. Ja, man schreibt, was in der Nähe, wovon? Ich habe gelesen, es sei so ein Waldhaus. So ein Waldhaus. Ja. Naja, wo man schreibt, ist ja wurscht. Also naja, wir wollen es ja von Ihnen wissen. Bei meinen frühen Filmen, da habe ich viele auf griechischen Inseln geschrieben, man sieht es ihnen nicht an. Ja? Das stimmt. Aber es ist eigentlich wurscht, wo man schreibt. Also, es geht normalerweise schreibe ich schon zu Hause und wir haben ein Haus am Land oder ich schreibe am Haus am Land. Also ich schreibe dort, wo ich Ruhe habe, wo ich mich nicht in den... Es gibt da Leute, die können 3 Sachen gleichzeitig schreiben. Oder also es gibt da Regiekollegen, die vorbereiten einen Film, sind mit der Postproduktion noch beim anderen und machen dazwischen auch noch was. Ich kann das nicht. Ich kann immer nur, ich muss mich zurückziehen, muss mich konzentrieren und dann fällt mir vielleicht was ein. Aber wenn ich mich in dem Trubel da belasse, kann ich ewig weiter wursteln, aber es wird nichts kommen. Und stimmt es auch, dass Sie in dem Raum, in dem Sie schreiben, keine Unordnung ertragen? Ja, ich bin schon ein Petam, müssen Sie meine Frau fragen. Willkommen übrigens. Nein, ich bin schon ein pedantischer Mensch. Ich glaube auch, dass man, wissen Sie, ich war in meiner Jugend ein ziemlicher Chaot und habe mich dann irgendwann entschlossen, dass das keinen Sinn hat. Bewusste Entscheidung. Ja, schon, weil es bis zu einem Ausmaß gediehen ist, dass es nicht mehr akzeptabel war. Ja? Und da habe ich gesagt, Haneke, jetzt reiß dich zusammen. Und
Ich bin schon so ein, wie sagt man, pedant ist das falsche Wort, so jemand, der so obsessiert ist, also von Konstellation, wie das gelostet auch bei der Arbeit. Also, mhm. Ob das jetzt da steht oder da steht, darüber kann man lange streiten. Ja? Die Blätter sortieren. Na, wenn das eine Wirkung haben soll, ja, wenn das eine ästhetische Wirkung haben soll, ist das eine Tüftelarbeit. Ja? Auch mit dem Schauspieler. Ich meine, wenn der Schauspieler den gleichen Atem hat wie man selber, dann ist alles ganz leicht. Dann braucht man gar nichts, dann sagt man, also es gibt Schauspieler, mit denen ich immer wieder arbeite, da braucht man überhaupt nicht, das machen die von allein, weil die wissen ganz genau, den brauche ich nur ein Wort sagen als Andeutung und der hat schon kapiert. Wenn Sie einen Schauspieler haben, der auf einem anderen Rhythmus tickt, ja, oder eine Cutterin, also Schnittmeister, ja, wenn Sie da jemanden haben, der einen anderen inneren Rhythmus hat, haben Sie keine Chance. Da können Sie arbeiten, aber tüfteln, es wird nichts werden. Es wird nur eine Annäherung werden. Es muss irgendwie was in Schwingung kommen, was gemeinsam ist. Ja? Dieses Strukturieren, was Sie vorhin beschrieben haben, hat ja auch schon was von einer Art Montage. Das, was später mit den Bildern passiert, das passiert im Vorhinein ja beim Drehbuchschreiben quasi auch schon. Ist es da auch, also ähnlich wie es mir im Drehbuch aufgefallen ist, Ihr Bestreben, das immer mehr zu reduzieren, immer mehr zu minimalisieren? Ist das was, also ich meine, das merkt man ja auch Ihren Filmen an, dass Sie eben das schon versuchen, uns da vielleicht auch ein bisschen zu fordern, sage ich jetzt mal. Ja, den Film, den Sie jetzt gerade gesehen haben, wo über den jetzt gerade reden wir, aber das war schon von mir das oberste, also mein oberster, hinterster Gedanke dabei war, was kann ich noch weglassen, dass der Zuschauer mit seiner Fantasie oder mit seinem Ding auffüllen muss, um die Sache zu verstehen. Ja? Das ist schon, weil ich denke, dass das Wesen von Kunst ist, dass man durch Aussparung sozusagen im anderen, im Rezipienten, was zum Erblühen bringt. Nicht? Also was da erblüht, ist dann eine andere Frage. Also es klingt so positiv, das Wort erblüht, aber ich meine, die Fantasie anzuregen und auch ihn zu fordern. Also ich gehe gern in Filme, wo ich mich gefordert fühle und nicht, wo ich mich von A bis Z bestätigt fühle. Weil ich sage, das habe ich, das weiß ich eh schon. Ja? Das ist mir dann, also ich langweile mich zum Beispiel sehr schnell, ja, im Kino. Und meistens eigentlich. Und es gibt halt ein paar Regisseure, bei denen ich mich nicht langweile, die wollen wir jetzt nicht reden, aber weil sie es halt können. Ja? Also das, was man im Fernsehen sieht, ist eigentlich immer langweilig. Warum ist es langweilig? Weil es voraussehbar ist. Ich weiß schon genau, der steht jetzt da und ich weiß genau, dann wird er da hinkommen und wird sich dort hinsetzen. So, wenn man sich ein bisschen in dem Metier auskennt, ist es so absehbar. Und zwar ist ja nicht so, dass diese Leute lauter Idioten sind, sondern sie machen das, weil das gefordert wird, weil das Publikum in einer Weise erzogen ist, vom Fernsehen, dass es nicht mehr mit höheren Anforderungen sich auseinandersetzen will. Das kann man nicht dem Publikum vorwerfen, sondern das ist ein Circulus Viciosus, der sich im Laufe der Jahrzehnte ergeben hat. Ja? Das ist also die Erklärungsdramaturgie und die Ruhigstellungsdramaturgie. Ich sage immer, man soll ja das Fernsehen darf man nicht abschalten, ne? Das muss laufen. Der Zuschauer, der aber von der Arbeit nach Hause kommt, will abschalten. Also muss man ein Programm machen, wo er abschalten kann, ja? Ohne das Fernsehen abzustalten. Ja, so ist es leider. Auch wenn Sie nicht über Happy End reden wollen, habe ich trotzdem mir ein paar Gedanken gemacht. Zum Beispiel, also vielleicht, woher die Geschichte überhaupt kam. Auch da ein Zeitungsartikel bei Happy End. Habe ich gelesen, es wäre ein Zeitungsartikel, wo Sie gelesen haben, dass in Japan ein 14-jähriges Mädchen seine Mutter vergiftet hat über einen längeren Zeitraum und das ins Internet gestellt hat. Und dann gibt es so immer wieder so Hinweise, zum Beispiel, wenn die Cellistin da spielt, das sei auch an einem ihrer runden Geburtstage mal bei Ihnen vorgekommen. Sowas, also meine Frau hat mir zu meinem, glaube ich, 65er als Überraschung, wir hatten so ein kleines Fest mit Freunden und ich wurde irgendwie so abseits gehalten und dann durfte ich in den großen Raum hinein und da saß eine
junge Cellistin und hat Bach-Suiten gespielt. Und das hat mich sehr gefreut, aber das ist nur ein Insider-Scherz. Ja. Aber trotzdem, es sind so diese Kleinigkeiten, weil es manchmal ist es auch das Große. Bei Amour, da ist es ja tatsächlich eine Tante von Ihnen gewesen, die aber mit der Geschichte, Sterbenswunsch geäußert hat. Der Selbstmord meiner Tante war der Anlass, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Die Geschichte ist komplett erfunden, die hat mit überhaupt nichts zu tun. Aber ich hatte damals, ich bin bei meiner Tante aufgewachsen und hatte eine sehr innige Beziehung zu ihr, und die ist, also hat im Alter von 92, hat sie mich gefragt, ob ich ihr beim Selbstmord nicht helfen kann. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht, weil erst einmal bin ich dein Erbe und zweitens würde ich das wahrscheinlich nicht schaffen, emotional, obwohl ich absolut d'accord bin, dass das jemand machen müssen darf. Ja? Und dann hat sie es halt gemacht, dass ich nicht da war. Und so. Aber das hat mich schon sehr markiert, und dadurch habe ich mich mit der Thematik befasst. Ne? Und die war damals, und der Erfolg dieses Films besteht in erster Linie, erkläre ich mir so, weil es war ja sicher mein erfolgreichster Film jetzt bei Zuschauerzahlen und so, weil dieses Thema da noch quasi neu war. Inzwischen ist es ja tausendmal abgegrast, ja, so wie, das ist ja immer das Schlimme, es kommt, ganz selten kann man ein neues Thema auftun, ja. Ich sage immer, der Erste, der Herz auf Schmerz gereimt hat, war ein Genie, der Zweite war Plagiator, ne? Das ist halt die Schwierigkeit, und da uns nicht so viele neue Themen ins Haus schneiden täglich, war das auch ein Glücksfall, dass ich mit dieser Thematik gerade konfrontiert wurde, als das noch nicht so abgegrast war. Wenn ich den Film 10 Jahre vorher gemacht hätte, hätte es damals kein Publikum gefunden, weil das war nicht im öffentlichen Bewusstsein. Heute, wenn ich es heute machen würde, sage ich, oh, das habe ich jetzt schon 5-mal gesehen. Ne? Es ist immer auch eine Frage des Zeitpunkts, wann, ob ein Film Erfolg hat oder nicht. Also ich glaube, es ist mindestens vom Zeitpunkt so abhängig wie von der Qualität. Weil ich kenne viele sehr qualitätvolle Filme, die irgendwie unter ferner liefen, passieren und nicht mehr gesehen werden. Und wo man sagt, wieso konnte das sein, dass man nicht erkannt hat, wie grandios der Film ist. Und umgekehrt auch, es gibt schlechte Filme, die einen Riesenerfolg haben, weil im richtigen Moment gerade da drin was vorkommt, was die Leute dann ins Kino zieht. Plus es ist natürlich auch ihre Figurenzeichnung. Während es im Mainstream-Kino ja oft eben gut gegen böse gibt oder gut oder böse, ist bei Ihnen eben klar, jeder Mensch hat beides in sich, was ja eigentlich eine banale Weisheit sein sollte, aber trotzdem genau das ist es, was im Film natürlich eine Rolle spielt. Und auch wenn wir jetzt sehen, wie sich diese Familie da in Happy End dekonstruiert, ja, da steckt ja in jedem was Gutes und was Schlechtes quasi. Naja, ich sage, das ist eine Banalität, aber man sieht es meistens nicht, weil das Kino, das Mainstream-Kino lebt ja von der Verdeutlichung, von der Vereindeutung. Zuspitzung. Ja, es gibt den Bösen und es muss den Helden geben und der Held muss ein bisschen leiden, damit er würdig ist, dann der Held zu sein. Oder das ist, meine ich, mit dem Absehbaren. Ne? Das ist halt langweilig. Ne? Während gute Literatur oder gute Filme, wie auch immer, sind deswegen nicht langweilig, weil sie halt widersprüchlich sind. Ne? Weil, wie jeder Mensch widersprüchlich ist und jede Geschichte widersprüchlich ist, ist ja immer nur von einer bestimmten Warte aus, sei die ideologisch oder anders geartet, wird alles ganz einfach. Ne? Also die einfachen Lösungen haben immer die Diktatoren und die Verdummer. Ne? Die sagen, so geht's. Und dann sind alle ganz, also nicht alle, Gott sei Dank nicht alle, aber viele sind glücklich, dass ihnen jemand sagt, wie es geht. Ne? Weil es ist ja wahnsinnig schwer, Freiheit ist schwer. Ne? Muss man jeden Tag damit umgehen. Wenn wir bei Themen sind, man könnte über viele Themen bei Ihnen reden, die meisten reden über Gewalt, ich will jetzt nicht darüber reden, sondern ich möchte eher ein anderes Thema nehmen, was man vielleicht gar nicht so erwarten würde, was aber sich auch übrigens durch nur alle kurz, ich will es ja nicht unterbrechen, aber ich will das nur, weil Sie vorher das Mädchen da, diese Geschichte von dem Mädchen angeschwört. Es ist in dem Buch, falls es sich jemand kauft, ist auch ein Film drin, den ich vorher geschrieben habe, der aus verschiedenen Gründen nicht zustande kam, wo ich das Buch aber gut finde. Und da drinnen ist diese Geschichte von dem Mädchen, kommt die auch schon vor.
Ich habe die sozusagen da schon eigentlich zum ersten Mal erzählt, anders im Kontext natürlich. Und dann jetzt, also die Geschichte kommt sozusagen zweimal vor da drinnen. Und das ist vielleicht beim Lesen ganz lustig, das zu sehen, wie ein Kontext eine Sache verändert. Da muss ich natürlich die Zwischenfrage stellen, wann wird der realisiert? Gar nicht, weil die eine Geschichte ja schon verbraten ist jetzt. Okay. Also ich kann den ja leider nicht, das würde nicht gehen. Verstehe. Nein, worauf ich hinaus wollte, eines der anderen Themen, die bei Ihnen natürlich auch sich über alle Filme ziehen, ist das Thema der Liebe. Und zwar die Liebe auf ganz unterschiedliche Weisen, die eigentlich fast nie perfekt ist, wo immer, wann ist sie schon perfekt? Aber da geht es natürlich auch darum, wie brüchig ist das und wie verhalten sich die zueinander und wie manipulieren die sich auch gegenseitig, genauso wie sie dann oft auch versuchen, uns als Sehende zu manipulieren. Das fand ich eine ganz schöne Zusammenstellung quasi, wenn man die Filme sich nacheinander auch so durchliest. Ist das Thema Liebe etwas, was bei Ihnen auch immer im Kern logischerweise vorkommt? Ja, also ich wüsste nicht, bei wem das nicht im Kern vorkommt. Ja, also, aber es ist ja, die ganze Weltliteratur lebt von der Liebe und vom Tod. Ja. Wie Ihre Filme. Ja, naja, eben, also das meine ich. Es ist, dieses Thema ist ja gar nicht zu umgehen. Da müssen Sie schon sich sehr anstrengen, wenn Sie es völlig aussparen wollen. Ja, bei Ihnen steht es ja auch im Zentrum. Bevor Sie auch gleich Fragen stellen können, ist mir noch eine Sache aufgefallen, gerade was die Figuren angeht. Wir haben jetzt Happy End gesehen, da gibt es diesen Mail-Account und diesen Chat-Verlauf und da ist mir aufgefallen, dass die Frau mit der, dass der Name der Frau, die da auftaucht, der Name ist, der Mann ist der Name des jugendlichen Liebhabers aus Die Klavierspielerin auch. Das heißt, sie verwenden denselben Namen wie in dem anderen Film auch. Und dann habe ich mich gefragt, ob das Absicht ist oder ist das jetzt Zufall? Das zum Beispiel interagieren die irgendwie auch vielleicht, die Filme? Ein klassischer Fall von Interpretation. Ja, natürlich. Also, ich wundere mich oft, also es gibt inzwischen, ich lese ja nicht mehr, aber es gibt, also ich weiß nicht wie viele Diplomarbeiten und Dissertationen über meine Filme und ich fange immer an, die zu lesen, die werden mir dann zugeschickt, nicht alle, aber doch einige. Und ich bin dann nicht immer geschmeichelt, dass sich jemand mit mir beschäftigt und lese dann noch 10 Seiten her immer auf, weil ich sage, die reden von ganz was anderem. Die reden nicht von meinen Filmen. Weil die sehen irgendwas da drin und hoffentlich sind sie so reich, dass man unterschiedliche Sachen drinnen sehen kann. Aber es ist nicht so, ich habe kein Konzept. Ja? Ich habe auch nicht einen Faden, an dem ich mich entlang handle. Der Faden bin ich, glaube ich, selber und über den würde ich gar nichts wissen. Weil das ist so, ich würde auch zu keinem Psychiater gehen, weil ich dann wüsste ich nicht mehr, was ich schreiben soll. Ja? Also alle diese Dinge, man lebt ja, man blödet ja seine eigenen Erfahrungen aus, was man schreibt. Und die Erfahrungen, nicht nur die man selber macht, sondern auch die man im Umfeld sieht. Und mehr ist es ja nicht. Ob Sie jetzt einen Roman schreiben oder einen Film schreiben, ist es immer das. Sie beschreiben Erlebtes, Gesehenes, Erfahrenes und hoffen, dass Sie es so beschreiben, dass Sie dadurch bei dem Rezipienten irgendeine Seite zum Schwingen bringen, die ähnlich ist. Und wenn das der Fall ist, sind wir beide glücklich, der Zuschauer und ich. Und wenn es nicht der Fall ist, ist es halt ein Flop. Dann bin ich auch unglücklich. Dann habe ich irgendwie diese Sache nicht zum Schwingen gebracht im Zuschauer oder nicht an genügend Leuten, weil einer allein bringt den beim Film nicht viel. Dafür ist der Film zu teuer. Das heißt, kurz gefasst, Sie wollen uns weismachen, dass das Zufall ist, denn die Namensgleichheit. Das hat einen ganz, ganz simplen Grund. Da kann ich eine andere lustig, weil das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wie heißt der? Den Namen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich habe es eben nochmal gesehen. Aber zum Beispiel in all meinen deutschsprachigen Filmen heißen alle gleich. Ja? Die gleichen Vornamen, Georg, Anna, Eva, immer. Und die heißen auch immer, weiß jetzt nicht, was der Familienname ist, die habe ich mir schon bei den Fernsehfilmen haben die so geheißen. Da habe ich mir damals gesagt, ich will einfache Vornamen, zweisilbig, die jeder kennt, die nicht ganz hässlich sind. Weil Namen im Kino im Gegensatz zum
Roman. Also Thomas Mann, wenn ich da lese, das erzählt der Roman, der Name schon, charakterisiert schon die ganze Figur. Das ist ein höchst künstliches, artifizielles Verfahren, das wunderbar ist und sehr reizvoll. Im Film, der ja viel näher an der sogenannten Wirklichkeit ist, die Namen haben keine Bedeutung. Ja, vielleicht früher mal, wenn jemand einen Adelsnamen hatte, war er dann irgendwie halt auf ersten Blick schon besser gestellt. Aber Namen und Vornamen, es gibt irgendwelche Bauerntrampeln, die Ramona heißen. Und es ist völlig absurd. Ich meine, ich kann mit Namen jemanden denunzieren. Ja, wenn ich einen komischen Effekt haben will, gebe ich den irgendwie einen blödsinnigen Namen. Das ist aber unfair. Also ich habe diese Namen genommen und die heißen alle gleich. Und als ich die ersten französischen Filme gemacht habe, habe ich die gleichen Vornamen gehabt, soweit das halt sich übersetzen ließ. Und bei dem Familiennamen, der auch jetzt durch alle, alle Filme geht, habe ich gesagt, wo nehmen Familiennamen her? Und es gibt, so wie es die Deutsche Filmexportunion gibt es in Österreich die Austrian Film Commission. Das ist also die Institution, die ist zuständig, um den Film, den österreichischen, also zu verbreiten. Und die haben eine Mitarbeiterin, die gebürtige Französin ist. Das ist die, wie heißt sie? Jetzt fällt mir die... Naja, so heißen die jetzt alle bei mir. Ganz wunderbar. Das war der erste Name, der mir gefällt. Das Peinliche war, weil die ja auch immer nach Cannes fahren, so, und die wurde dauernd von Journalisten gefragt, haben sie irgendwas mit dem Haneke? Ja. Das nennt man Marketing. Das war ein bisschen... ihr wart es zu Recht natürlich unangenehm. Weil die Leute irgendwie da eine Sache, eine sehr hübsche Person, irgendwas vermutet haben, was völlig naiv von mir, die einfach immer, was der erste Name ist. Weil aber wirklich aus der Überzeugung, dass Namen in einem realistischen Film irrelevant sind. Ja? Außer sie werden bewusst zugespitzt, indem ein grotesker Name ist, dann kann man damit was machen. Aber oder so, jemand hat sein Kind jetzt einen völlig idiotischen Namen gegeben und jetzt zeige ich, mache einen Film in der Schule und alle anderen hänseln dieses Kind, dann hat das eine Funktion, eine dramaturgische, aber sonst nicht. Wir haben noch Zeit für drei Fragen. Genau, eins, zwei, drei. Genau, das machen wir so. Im ersten Teil ging es um Drehbuchschreiben und Sie sagten an einer Stelle, es sei ein Privileg, für solche Leute schreiben zu dürfen. Und nun würde mich interessieren bei Happy End, für wen haben Sie dort geschrieben? Also welche für Jean-Louis, für den Trintignant. Ich habe den Film seinetwegen geschrieben, weil das bei Amour eine so wunderbare Zusammenarbeit war. Und ich ihn auch menschlich, also wahnsinnig, das ist ein unglaublich, nicht nur toller Schauspieler, sondern wirklich ein besonders liebenswerter Mann. Und ich wollte einfach, der ist ja nicht mehr der Jüngste und es geht ihm auch nicht so wahnsinnig toll, wollte einfach so schnell es geht nochmal mit ihm was machen. Das war und schon die dann, anderen Figuren, die gab es noch nicht. Natürlich habe ich mir überlegt, also wer passt da rein? Und natürlich habe ich zum Beispiel für die Isabelle, die ich ja auch gut kenne, auf sie hingeschrieben. Auf das Mädel habe ich nicht hingeschrieben, weil die kannte ich nicht, die mussten wir erst finden. Das ist viel schwieriger, wenn man eine Rolle schreibt, die schwierig ist, ja, also nicht leicht zu spielen. Und man muss die erst suchen, ist mal bei Kindern natürlich noch. Das war beim Weißen Band noch viel krasser, weil also Kinder zu finden, die dann in der Lage sind, eine relativ komplizierte Szenen auch zu spielen, ist die große Schwierigkeit. Aber ich habe immer, auch am Theater, so wie ich bei meinen deutschsprachigen Filmen ja immer wieder den Ulrich Mühe und die Susanne Lothar, das waren halt meine Lieblingsschauspieler, mit denen habe ich auch für die geschrieben. Es ist ja viel angenehmer zu arbeiten. Und es fällt mir auch was ein, wenn ich weiß, was der Schauspieler damit machen kann. Ja? Vielleicht noch die Zwischenfrage, wenn Sie französisches Drehbuch haben, dann schreiben Sie trotzdem auf Deutsch. Ja, ja, also mein Französisch ist nicht gut genug, um original Französisch. Ich schreibe das ganz auf Deutsch. Ich habe seit dem ersten Film den gleichen Übersetzer.
Und der übersetzt es erstmal, dann setzen wir uns gemeinsam irgendwo hin und arbeiten ein paar Tage das Satz für Satz durch, sodass es also irgendwelche Abweichungen gibt sollten. Es gibt natürlich manche Dinge, die lassen sich nicht übersetzen. Die bleiben dann halt auf der Strecke. Ne? Das ist so wie in Funny Games, wie ich Funny Games dann Funny Games OS gemacht habe, was das gleiche Drehbuch war. Es geht zum Beispiel das Spiel zwischen wie sagt man, Siezen und Duzen, gibt es halt im Englischen nicht. Dann fällt so und so viel an Nuancen fällt unter den Tisch. Das muss man halt dann schlucken. Ja. Das ist die nächste Frage. Ja, die Zwischenfrage ging eigentlich schon genau in die Richtung, die mich jetzt auch interessieren würde, nämlich die Sprache. Also wenn Sie jetzt dieses Drehbuch hier für einen französischen Film dann geschrieben haben. Früher haben Sie dann die deutschen Filme gemacht. Ändert sich dann auch die Art und Weise, wie Sie schreiben, weil Sie wissen, das sind dann Franzosen, die das spielen werden? Die Franzosen sprechen ja anders. Die Amerikaner, Funny Games dann, Funny Games US, die reden ja komplett anders als die Deutschen. Da muss man doch auch in der Art und Weise, wie man dann so einen Film konzipiert, das Ganze ja auch ändern, oder? Naja, ich glaube, die Emotionen sind nicht so unterschiedlich. Ja? Also man schreibt ja in erster Linie, um die Emotionen auszudrücken. Wenn ich jetzt, also wenn ich das auf Hochdeutsch schreibe, ich rede ja nochmal, wie Sie vielleicht gemerkt haben, ja nicht gerade Hochdeutsch, aber wenn ich schreibe, schreibe ich natürlich Hochdeutsch. Es gibt natürlich auch Filme, wo Dialekt drinnen war. Das ist ganz schwierig, Dialekt zu schreiben ist ganz schwer. Da ich da meine Filme aber überwiegend, also zumindest die französischen Filme, überwiegend in einem bürgerlichen Milieu angesiedelt worden, das redet überall gleich. Ja? Also ich würde mir nicht zutrauen, auch in Österreich nicht, über irgendwelche Grubenarbeiter oder so, deren Jargon zu treffen, weil ich ihn einfach nicht kenne. Aber die Leute, die ich da beschreibe, die kenne ich, ja? So wie ich mich selber kenne. Ja? Und ich glaube, die sind, also die, gerade diese, wie man sagt, Bobo-Leute, also in Frankreich, also Bourgeois Bohème, ne? Also zu der eigentlich der durchschnittliche Kinobesucher gehört. Ja? Ich sage ja immer, ich mache ja Filme über das Publikum. Also wir alle. Die finden sich überall wieder, denke ich. Ja? Egal, ob in Frankreich oder... Im Filmmuseum. Da oben, die letzte Frage. Sie hatten ja gesagt, dass quasi Filme eigentlich dann erst anfangen, interessant zu werden, wenn sie sozusagen ja Widersprüche darstellen. Und das, also keine Ahnung, wenn man jetzt selber versucht, sowas zu machen, dann ist halt oft das Problem, dass es dann schnell anfängt, zu verkopft zu werden. Denn so ein Film muss ja trotzdem auch irgendwie noch unterhalten, weil er ansonsten, wenn er nur Widersprüche darstellt, und das eben zu machen, Widersprüche darzustellen, trotzdem nicht zu verkopft zu wirken, trotzdem irgendeine Art von Unterhaltung darzustellen, das zu erreichen oder das herzustellen, was Ihnen gelingt, das ist, kann auch schwer sein, glaube ich. Ich glaube, Widersprüche darzustellen ist das Gegenteil von verkopft. Verkopft ist, die Welt einfach darzustellen. Das heißt, sie über einen Leisten zu scheren, nämlich über ein Konzept. Ja? Das ist gefährlich, weil das macht alles tot. Ja? Das ist so wie ein Propagandafilm. Da ist alles klar. Deswegen sind die auch so lang. Die sind zwar teilweise grandios gemacht, ja, also egal welcher Couleur, ja, aber sie vereinfachen die Welt auf eine Weise, die ganz bewusst ist. Wenn sie schreiben über Menschen wie du und ich, ist das überhaupt nicht verrückt. Sie müssen nur versuchen, sich in diese Widersprüchlichkeit, die sie in sich selber ja auch führen, sich auf die einzulassen und nicht zu sagen, das muss ich jetzt irgendwie so handeln, dass es ankommt oder dass es vertretbar ist. Ich glaube, man muss einfach den Figuren nachgeben und folgen. Die schreiben das dann selber ein bisschen. Ja? Aber man muss eine Vorstellung haben von dem. Also ich nehme mir auch immer irgendwelche Leute her, die ich meine zu kennen, aus denen ich dann eine Figur zusammensetze. Und da wollen wir nur vorstellen, wie würde der in dem Moment handeln oder in der Situation handeln. Und das funktioniert eigentlich meistens ganz gut, wenn diese Situationen, die ich mir da ausgedacht habe, wenn der dort hineinpasst. Nicht? Wenn man muss ja, wenn Sie rangehen, einen Film zu machen über ein Thema, ist es schon schlecht. Ja?
weil dann werden sie das Thema vorführen wollen. Sie müssen immer ein Thema machen über was, was sie berührt hat, was sie gekränkt hat, was sie entsetzt hat oder wütend gemacht, weil dann sind sie selber da drin beteiligt. Und nur wenn sie selber beteiligt sind, werden sie auch jemanden finden, der das vielleicht nachempfinden kann, ja? Der auch beteiligt ist. Wenn sie den belehren wollen oder ihm eine Meinung aufdrücken wollen, merkt er das ganz schnell. Ja? Ganz schnell. Da sind wir auch an einem guten Punkt. Dieses Buch ist nicht belehrend, aber man lernt unglaublich viel. Nicht nur übers Filmemachen, auch übers Leben an sich. Wir sind unglaublich dankbar, dass Hoffmann und Campe das möglich gemacht hat und sie das zusammen erarbeitet haben. Da kann man auch nochmal klatschen. Birgit Schmitz ist hier, die Verlegerin. Vielen Dank. Es ist uns eine große Freude gewesen, die Deutschland-Premiere der Besprechung dazu quasi hier ausrichten zu dürfen. Bevor Sie alle rausstürmen, würde ich Sie bitten, einfach uns zuerst rauszulassen, weil dann können wir signieren, also Sie. Und wir haben dann keine Verzögerung. Gleich geht's weiter mit Cachet. Falls Sie eine Karte dafür haben, können Sie gerne Ihre Sachen hier drin lassen. Nur dann würden wir Sie auch bitten, trotzdem nochmal rauszugehen, einfach nur, damit wir den Einlass machen können. Letzte Frage, warum Cachet? Sie haben es ausgewählt. Warum läuft das? Das ist ein Film, über den man viel reden kann. Also der ist ein relativ komplexer Film und auch formal interessant. Und da, ich weiß, der war schon lange hier nicht zu sehen. Und komischerweise war der Film, der abgesehen von Amour in den angelsächsischen Ländern den größten Erfolg hatte. Und in Deutschland hatte ich nicht den Eindruck, dass das so unglaublich ankam. Und deswegen denke ich mir, das ist ganz gut. Und das Ganze auf 35 mm aus unserem eigenen Archiv. Großen Applaus. Michael Haneke, vielen Dank fürs Kommen und Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön.